Ubisoft. Crytek. Crytek Engine. Und in Sandbox. TM. So, herzlich willkommen hier bei Far Cry. Das ist eine neue Serie, die ich jetzt hier gern hier auf unserem Channel präsentieren möchte. Der erste Teil der Far Cry-Reihe. Ja, wir fangen hier einfach mal an. Ich habe das schon mal ein bisschen probiert. Ja, es ist nicht so einfach. Und ich denke mal, ich werde jetzt da gar nicht so viel erzählen und wir fangen jetzt einfach eine neue Kampagne an. Wir haben hier leicht ein friedlicher Spaziergang am Strand und einen schönen Urlaub. Na, das ist ein bisschen zu leicht. Mittel, das wäre ein Abenteuer ohne ein bisschen Gefahr, nicht wahr? Und fortgeschritten, ihre Gegner sind clever, schießen präziser und haben wirklich schlechte Laune. Viel Glück, sie werden es brauchen. Und dann haben wir hier den Veteran, der reinste Dschungelwahnsinn. Wir hoffen, sie können eine Menge einstecken. Und dann haben wir hier auch noch realistisch. Entweder sie sind wirklich gut oder vollkommen verrückt. Dieses Paradies ist die reinste Hölle. Gut, wir werden das auf fortgeschritten machen. Und ich labere jetzt gar nicht lange rum und wir werden es einfach mal sofort starten. Neues Spiel starten. Damit werden Ihre Speicherpunkte überschrieben. Sind Sie sicher? Hinweis, Sie können ein neues Profil anlegen, um Ihre Speicherpunkte zu erhalten. Jupp. So machen wir das. Far Cry. Von Medusa. Da ist er, unser Held. Auf einer schönen Yacht und sie sind irgendwo mitten auf dem Meer und steuern auf eine Insel zu. Mit der Medusa. Oh, das ist mit seiner Freundin. Und ich fährt jetzt natürlich weg und... Nein, was ist hier los? Unser schönes Schiff, sie haben es versenkt. Ach du grüne Meine. Ich glaube, jetzt bin ich sauer. Sind wir hier? Unser Schiff ist zerstört, unsere Freundin ist weg. Ach du grüne Neune, und wir haben einen Ladebalken. Ja, warum fange ich jetzt mit Far Cry 1 an? Aus dem folgenden Grund: Im Januar 2018 wird Far Cry 5 erscheinen, Januar oder Februar, so viel ich weiß. Und damit wir einfach storytechnisch da direkt anschließen können, dachte ich einfach, okay, fangen wir mal mit was ganz Altem an. Und zwar mit Far Cry Teil 1. Um einfach auch mal die Story mitzubekommen, um was es überhaupt geht. Und ja, und es ist bestimmt mal wieder interessant, ein Spiel von 2004 zu sehen. So, der Ladebalken ist voll und es geht los. Wir sind in einem Loch. Ach du Scheiße, wo sind wir hier? Ach, ihm geht's nicht so gut mit seinem roten Hawaii-Hemd.
So, wir sind angekommen. Mit W und S, A und D können wir natürlich wieder steuern und gucken mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Wir sind hier mit Hilfe der Maus, können sie sich umsehen, das ist klar. Und jetzt gehen wir mal hier vor, drücken sie Seitwärtstaste A und D, um Seitenbewegung auszuführen. Okay, oh, was liegt denn hier rum? Ein Skelett. Eieiei, das ist bestimmt noch aus dem, sieht aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg hier. So eine Art Bunker. Ich muss versuchen, von hier wegzukommen. Ja, das müssen wir versuchen. Dass wir hier wegkommen. Eieiei. Halten Sie die Duckentasten STRG gedrückt, um zu schleichen. Das machen wir. Drücken Sie die Springentasten in Klammer Leertaste, um zu springen. Okay. Drücken Sie die Liegentaste V, um sich hinzulegen. Gut. Ja, ich habe die Liegentaste gedrückt. Drücken Sie die Liegentaste erneut, um wieder aufzustehen. Aha. Oh, eine schöne Südseeinsel. Ich hoffe, wir werden Zeit haben, um die Insel hier uns noch genauer anzuschauen. Gut, wir gehen weiter. Was liegt denn da rum? Ach du Scheiße. Das sieht ja nicht gut aus hier. Oh, da liegt schon ein Weilchen hier, ne? Hat noch seine Uniform an. Was ist denn das für eine Uniform? Keine Ahnung. Okay, wir müssen jetzt hier die Leiter hoch. Auf hoch. Jawohl. Hör zu, du Drecksack. Wir suchen nach einem Spinner in einem roten Hawaii-Hemd. Wenn du ihn siehst, meldest du mir das. Haben wir uns verstanden? Ja, Sir. Ich bin jetzt weg. Ein Spinner in einem roten Hawaii-Hemd. Der meint doch wohl nicht uns, oder? Spähentaste Q, E, Q und E, um Ecken zu spähen. Okay. Ups. Naja. Okay. Halten Sie die Duckentaste gedrückt, um zu schleichen. Achten Sie darauf, wie die Schleichenanzeige steigt, wenn ein Gegner sie sieht. Drücken Sie die Werfentaste, um einen Stein zu werfen, um den Gegner so abzulenken. Ja, super. Ich denke, ich habe ihn abgelenkt. Laufen. Hüpfen. Ja. So, okay. Puh, Alter. Was? Öffnen Sie die Tür mit der Verwenden-Taste. Das ist die Taste F. Hallo? Hören Sie mich? Nehmen Sie das Funkgerät. Ich weiß, dass Sie da sind. Ich habe Sie beobachtet, seit Sie mit Val hier angekommen sind. Wer sind Sie? Ich bin der, der Ihnen das Leben retten wird. Nennen Sie mich einfach Doyle. Warum sollte ich Ihnen trauen? Nun, ich habe Sie nicht verpfiffen, oder? Obwohl das Funkgerät über einen Biosensor verfügt und ich die ganze Zeit über gewusst habe, wo Sie stecken. Guter Einwand. Reden Sie weiter. Hören Sie, Sie müssen von dort verschwinden. Ich helfe Ihnen, aber es bleibt nicht viel Zeit. Es gibt dort einen Ausgang, der zu einem Lager führt. Seien Sie vorsichtig, in dieser Gegend wimmelt es von Söldnern. Bevor ich es vergesse, mein Name ist Jack Carver. Doyle wird uns also retten. Naja, gut. Aha, eine Pistole. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, drücken Sie R, um nachzuladen. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Gut. Soweit ich es mitbekommen habe, rennen Sie da in einem roten Hemd rum. Suchen
sie sich lieber eine Schutzweste oder sowas, damit man sie nicht so leicht entdeckt. Eine Schutzweste. Okay, wir haben eine Schutzweste. So, dann geht's wohl hier raus, ne? Hey, endlich mal gute Neuigkeiten. Ich empfange Ihr Signal jetzt wesentlich stärker. Schlage vor, dass Sie die Hütten nach Waffen und Ausrüstung durchsuchen. Glauben Sie mir, Sie werden sie brauchen. Also mit der Tab-Taste können wir unsere Mission nachgucken. Suchen Sie in den Hütten nach Munition. Also gut, dann machen wir jetzt das. Okay, selbstverständlich geduckt, da fliegt ein Hubschrauber rum. Der uns wohl sieht. Ich hoffe es nicht. Hoppala, da unten sind die Hütten. Hoffentlich verpfeift uns der Typ nicht, wo uns da gesehen hat. Wir gehen jetzt mal hier so vorsichtig runter, da angelt einer. Nein, das will ich selbstverständlich nicht. Okay. Wir legen uns jetzt mal hin und schleichen uns da rein. Was ist denn hier? Öffnen Sie die Tür. Gucken wir mal, was hier drin ist. Nichts. Okay. Gehen wir da runter. Liegt da sonst noch was? Eine Angel? Eine Angel? Ja, eine Angel. Ah, nee, wir sollen ja nicht entdeckt werden. Aber ich habe jetzt noch keine Munition oder sowas gefunden oder geschweige denn eine Waffe. Ich lade mal lieber nach. Zwei Schüsse sind nicht gerade viel. Oh oh. Er ist es! Hey, was war das? Naja. Macht dir das Spaß? Bleiben wir mal hier drinnen. Bleiben wir mal in Deckung. Du bist erledigt, Mann! Arschloch. Da steckst du. Was ist denn hier los? So. Naja, so viel zum Anschleichen. Was haben wir denn hier? Ah, eine neue Waffe, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, was hier drinnen los ist. Munition auf jeden Fall. Medizin, das können wir gebrauchen. Was haben wir hier? Ein Rucksack? Können wir nicht mitnehmen. Okay. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Bananen, noch mehr Medizin, die wir mal vielleicht später noch brauchen können. Jack, ich habe Ihren Kompass mit dem Empfänger synchronisiert. Ab jetzt steht Ihnen eine provisorische Peilmarke zur Verfügung. So wissen Sie wenigstens ungefähr, in welche Richtung Sie gehen müssen. Okay, das ist dieser blaue Pfeil am Kompass. Aber erstmal noch gucken, was hier jetzt noch so rumliegt. Was ist denn das? Hallo? Was ist das? Ach! Fische. Fischchen, Fische. Okay.
Das sind eigentlich mit den Kisten hier, ne? Die gehen nicht kaputt. Haha, wir stehen auf der Kiste. Gut, wir halten uns jetzt hier nicht mehr so lange auf. Was ist los? Wo hängen wir denn fest? Dieses Boot können wir nicht verwenden. So, da drüben, wir sind eigentlich ganz... Was müssen wir denn tun jetzt eigentlich? Gehen Sie auf den Hügel zur Hütte und suchen Sie dort nach einem Fernglas. Okay. Gehen wir jetzt hoch zur Hütte. Fernglas können wir ja gebrauchen. Bei einem der Hubschrauber gibt es ein Rotorproblem. Wartungsteam Alpha, bitte sofort aufmelden. Können Sie das Fernglas, um die Umgebung zu beobachten? Das Fernglas verfügt über einen digitalen Klangverstärker und ein Bewegungsüberwachungssystem. Dr. Krieger hat jeden auf der Insel mit einem Peilsignal versehen, das sich mit dem Fernglas verfolgen lässt. Ziemlich praktisch. Durchsucht jeden Zentimeter dieser verdammten Insel. Ich will wissen, was hier verdammt nochmal vorgeht. Kein Problem. Okay. Die wissen also, dass ich da bin. Da fliegen Vögel rum. Da ist einer auf dem Turm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja, super, ey, Alter. Wir gehen jetzt mal da rüber. Wir sind auf jeden Fall nicht in der Sichtweite vom Turm. Wir gehen zum Lager jetzt, ja. Also. Ist das der Turm? Siehst du das auch? Wo denn? Was denn? Er ist es! Er geht doch hoch! Alter. Kontakt verloren! Leck mich doch am... Warum geht denn der jetzt nicht weiter hoch? Wieder runter auf. Bleib in Deckung. Warum ist denn der jetzt da die Leiter nicht hoch? Wo hat er sich nur versteckt? Ja, das sage ich euch nicht. Seien Sie vorsichtig. Diese heute Abend wird es keine Fehlstellung geben. Wenn Sie einen von Ihnen alarmieren, bringt er vermutlich noch Freunde mit. Eingestellt ist die zurzeit herrschende Alarmstufe auf. Vielen Dank. Okay. Wo ist der hin? Alter Falter. Kommen sie jetzt alle, oder was? Jetzt mal da hoch auf. Wir wissen, ob es da oben was gibt. Bleibst du dich rum? Komm du raus.
Okay. Bisschen Medizin. So, der ist auch erledigt. Was passiert, wenn man dort... Passiert da was? Da ist noch ein Turm. Ich möchte jetzt aber nicht unbedingt da hoch, weil ich jetzt nicht weiß, ob sich hier noch irgendwas rumtreibt. Gucken wir uns erstmal um. Das ist auf jeden Fall flammabel. Wo? Auf dem Turm oder was? Wo treibt er sich rum? Ja klar. Alarm, Alarm. Was ist das? Oh. Komm mal da rein. Irgendwie mal wieder eine Rüstung. Haben wir eine Schlüsselkarte? Nee, wir haben keine. Wir brauchen eine Schlüsselkarte, um die Tür zu verwenden. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Rüstung. Das ist gut. Ah, die ladet auch gleich unsere Gesundheit auf. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Liegt hier noch was rum? Alter Fernseher. Da liegt noch eine Rüstung. Okay. Da ist er! Wo? Ja klar, schieß doch durch das... Zeig ich, wer der Stärkere ist. Schieß doch durchs Zelt durch. Geht's noch? Wo ist der? Arsch. Schieß doch einfach durchs Zelt durch. Gib auf, Alter! Da ist er. Du bist erledigt, Mann! Das sehen wir noch. Du da in dem Hemd? Nimm das! Was ist mit dir? Nimm das! Alter. Was ist denn mit dir los? Ja, das war wohl ein bisschen buggy, dass der da drin hang. Schnappt ihn euch! Aha. Da treibt sich auch noch einer rum. Komm her, Bubi. Bleib wachsam. Da ist er. Wo kriegen wir eine Schlüsselkarte her? Ah.
So, da ist dieses Amori, also das Waffenlager. Hier sind Schlafunterkünfte. Eine Schlüsselkarte, da liegt sie also rum, okay. Da liegt noch ein Fernglas rum, aber Fernglas haben wir ja. So, ich denke mal an, wir haben hier aufgeräumt. Jetzt gehen wir mal noch ins Waffenlager rein. Und gucken mal, was uns da drin erwartet. Drücken Sie verwenden, um die Schlüsselkarte einzustecken. So, was haben wir denn hier? Munition, Munition, Munition. Haben wir noch eine... Ne, wir haben keine neue Waffe gekriegt. Ah, das hat sich ja gelohnt. Naja, Visions haben... Oh, da liegt noch... Granatenhammer voll. Okay. So, unser eigentliches Ziel, stehlen Sie ein Fahrzeug. Wir hätten das Lager jetzt gar nicht säubern müssen, aber... Naja, wir haben es gemacht. Ich glaube, dass Sie Val in der alten Flugzeugträger-Tankstation festhalten. Sie werden wohl mal einen Blick drauf werfen müssen. Ja, dann fahren wir mal dahin. Wir müssen nach Süden. Was war denn das? Oh Mann, bin voll paranoid. Ich sehe überall Gegner. Keine Rüstung. Wir müssen irgendwie nach Süden. Ah, da haben wir ein neues Fahrzeug. Also können wir das mal da stehen lassen. Na, wenn wir in der Hocke sind, haben wir Einzelschuss. Oder wie, oder was? Da ist er. Blöder Hund. So, gehen wir mal in die Hütte da rein.